Willkommen Trader zum Freitagswebinar der Morgenblick in die Märkte ist ja ordentlich Rambazamba teilweise los was wir hier sehen an den Märkten rauf und runter die Indizes mega bullisch gestimmt die Ölpreise, zack, in den Keller. Wie verrückt Preisabschläge von guten 10% haben wir da gesehen. Deswegen schauen wir heute auch gleich mal noch ins Brand. Zum Brand dazu noch die Währungspaare Australdollar, dollar Can dollar und britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Das für die Handelsideen. Im zweiten Teil dann auf alle Fälle der große Blick in den Langfristausblick für Gold. Und das Pfund nehmen wir mal ganz genau. Unter die Lube als Vertreter. Hier habe ich das Cable gewählt. Das heißt hier die Zusammenarbeit britisches Pfund mit dem US-Dollar. Das sehen wir nachher später mehr. Zwischendrin natürlich gerne auch die ein oder andere Wunschfrage. Das heißt hier auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir hier haben. Bitte, wenn Fragen sind, der ein oder andere Wunschmarkt ist ja doch immer mal da. Bitte rein in die Chats auf Facebook. Und auch auf GoToWebinar und dann gehe ich gerne auf den einen oder anderen Wunschmarkt auch mit ein Fragefenster. Habe ich sozusagen auch vor der Nase, sodass ich da nichts verpassen dürfte. Schauen wir rein in das, was heute kommt. Der Risikohinweis wie immer natürlich zuerst bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das damit und ja. Wir schauen weiter auf die Themen. Wie schon gesagt, freitags gibt es immer ein bisschen mehr Umfassendes, die Handelsideen da. Dann haben wir den Wochenausblick, das heißt die Nachrichten für die nächste Woche, die Analyse der großen Indizes hier auch gerne den einen oder anderen Wunschmarkt. Dann, wie schon gesagt, die Spezialanalyse, Gold und Pfund. Heute, nach der Besprechung der Handelsideen, schauen wir auf die Tagesnachrichten. Wir sehen's, es ist einiges heute Nachmittag in den USA zu erwarten, nämlich die Non-Farm-Payrolls. Sehr, sehr interessante Sache. Wir haben ja schon einen kleinen Vorgeschmack zum Arbeitsmarkt bekommen am Mittwoch. Das war sehr gut, was wir da gesehen haben. Die Märkte sind sehr, sehr positiv reingegangen nach den ATP-Taten. Heute kriegen wir sozusagen um 14.30 Uhr die Non-Farm-Payrolls rundrum Das Thema noch, Stundenlöhne gibt es dazu, ähm, dass die private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also all das, was dort zusammenkommt, ist. Ein Zeichen für den Arbeitsmarkt. Und wenn wir hier robuste Zahlen haben, ist das für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes immer sehr, sehr gut, wenn die Leute in Lohn und Brot stehen und wenn die Löhne sogar anziehen sollten, etwas, dann ist auch mehr Geld da sozusagen. Das kann dann wieder ausgegeben werden, stärkt in der Regel dann in einer Wirtschaftsphase, wie jetzt auch erst einmal das Bruttoinlandsprodukt. Also hier wird es sehr, sehr spannend am Abend dann wie immer freitags die cftc also wir bekommen da die cot reports von den rohstoffen die sehen wir dann auch für den einen oder anderen ist das ja auch immer wieder interessant auch diese daten zu sehen und zu schauen was die big boys hier in diesem ja, bereich machen. übrigens diese daten sind nicht nur für den rohstoffbereich interessant sondern auch für den bereich der indizes und der währungen. Das die Nachrichten und dann schauen wir, bevor wir in die Handelsideen reingehen, noch kurz, weil so viel gibt es da diese Woche nicht zu sagen, einen kleinen Rückblick auf die wichtigsten Termine der aktuellen Woche hier zu sehen die Verbraucherpreisindizes oder den Verbraucherpreisindex für die Eurozone haben wir bekommen ja da ist die Prognose getroffen worden es war ein Anstieg von 1 auf 1,3 Prozent erwartet worden der ist dann auch gekommen positiv überrascht hat der ISM Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung in den USA da gab es zwar einen erwarteten Zuwachs auch hier der vorherige Wert lag bei 53,9 die Analysten hatten hier im Konsens 54,5 erwartet. Tatsächlich waren es aber 55, also auch da eine schöne positive Überraschung. Das passt auch in das Bild, was wir bei den Indizes entsprechend sehen und wie schon gesagt, ich hatte es ja avisiert. Die ADP Beschäftigungsänderung haben wir hier gesehen, 202.000 neue Stellen sind hier geschaffen worden, 160.000 sind erwartet worden. Das war doch eine schöne positive Überraschung Rohöllagerbestände, na gut da kam nichts. ja erwartet war ein Rückgang von 3,5 Millionen Barrel Tatsache hatten wir hier einen Zuwachs von 1,164 Millionen da war nichts. und der Ölpreis wie ich schon gesagt auch aufgrund der aktuellen sage ich mal Situation äh, im Bereich Iran-Irak das ist eine Sache da ging es ja ordentlich zur Debatte hier mit den Kursen das war nicht so gut, was dort politisch passiert, charttechnisch natürlich für den einen oder anderen Trader ja, eine gute Chance hier von den hohen Volatilitäten ja, sag ich zu profitieren und wir bleiben direkt beim Öl und gucken direkt mal hier in das Brand mit rein. Das ziehe ich als erstes mal hier oben rauf und ich habe es im Blog ja auch geschrieben. Es ist einfach irre, was wir hier gesehen haben. Schaut euch mal die Kerze hier an. Wir sind hier im Hoch raufgeschossen mit einem Gap auf 72,25 und dann kam der Abverkauf ab nach unten hier. Und wir haben es gesehen, im Tief stand das Brand. Am gestrigen Handelstag bei 65,36 Dollar für das Fass. Das ist schon heftig. Und da sehen wir mal, wie viel Bewegung da auch drinnen ist. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass der Markt immer mal dazu tendiert, vom Tief wieder ein Stückchen weit zurückzukommen. Und das ist in meinen Augen auch eine interessante Story, die wir hier auf der Uhr haben. Sollte es doch zu einer, sage ich mal, Gegenbewegung kommen. Ne? Warum ist das so interessant? Weil wir nach solchen starken Abschlägen häufig auch mal eine Gegenreaktion sehen. Und wenn wir mal schauen, wo wir kurzfristig hinlaufen könnten, deswegen habe ich hier mal den Tageschart noch offen, um das gesamte Bild zu sehen. Und da sehen wir auch, was kurzfristige Anlaufpunkte sind. Da haben wir zum einen erst einmal das Tageshoch von gestern. Also im bullischen Szenario müssen wir ja irgendwo erst einmal anfangen. Und da wäre der erste Testbereich hier die Marke von, ja, was haben wir, 66,95, was das Tageshoch von gestern gewesen ist. Das ist ein interessanter Bereich, weil dieser Bereich ist hier, man sieht es auch, das ist ein gewisser Schwungbereich. Hier drüben hat es ein bisschen gehalten. Hier hat der kleine Zacker vor dem letzten Aufwärtsschub, also das heißt das kleine Zwischentief, auch in diesem Bereich hier mit Halt gemacht. Ich gebe dieser mal kurz, dieser mag hier mal kurz die Priorität, dass es nicht im Hintergrund ist. So, also, wir haben hier diesen Bereich von 66, 80, wo wir immer mal so ein bisschen gedreht haben. Und das wäre jetzt interessant zu sehen, was da oben passiert. Das heißt, wir haben jetzt durchaus die Chance, erst einmal Richtung Hoch von gestern zu laufen. Schaffen wir es drüber, wäre das dann die Initialzündung für eine Gegenbewegung. Anlaufmarke hätten wir dann auch relativ. Stückchen weit weg hier oben um die Marke von 6880. Also wir haben hier einen Markt, der nach oben hin viel Bewegung verspricht. Die Volatilitäten der letzten Tage lassen sowas ja auch zu. Warum das Ganze nicht mit aufgreifen? Wir gucken gleich in die kleineren Zeiteinheiten, damit wir sehen, wo das für die Intraday-Trader möglich ist. Vorher allerdings noch nach unten. Wir haben gesprochen über das Tageshoch von gestern. Wenn die Bullen hier wieder zugreifen, bleibt der Markt allerdings schwach, dann wird das Tagestief hier. Definitiv eine große Rolle spielen, nämlich Preise unten drunter setzen den Kursschub nach unten fort, machen den Reigen für die Kursverluste für die Woche dann sozusagen voll. Was haben wir dann als Anlaufpunkte? Wir sehen es hier unten. Dieser Schwungbereich am ehemaligen Ausbruchslevel um die Marke von 64, 65 ist durchaus etwas, das bei den Schwankungsbreiten, die wir hier aktuell haben, auf Tagesbasis problemlos möglich unten mit reinzulaufen und im mittelfristigen Bereich dann. Wenn sich das Szenario wiederholt, was wir dieses Jahr schon mal gesehen haben, da müssen wir nur mal hier in den September schauen, als wir diesen starken Spike nach oben nach diesem Drohnenangriff bekommen haben auf die Ölanlage. Ähm, da ging es dann stark nach oben und am Ende Schub nach unten. Und das ist etwas, das sage ich auch den Leuten, die immer mal zu mir in die Schulung kommen oder die ich im Coaching habe. Schaut euch einfach mal an, wie die Märkte reagieren und was in bestimmten Situationen passiert. Und schaut euch das mal an. Das Grundszenario hier. Was wir im September hatten, das hatte mit der Ölraffinerie zu tun. Das heißt, da war es genauso das gleiche Spiel in der Ecke, wo wir jetzt auch wieder sind. Da gab es einen Angriff, da wurde, sag ich mal, der Ölpreis stark verteuert, weil man dachte, es gibt jetzt, sag ich mal, stärkere Auseinandersetzungen, Verknappung auf dem Ölmarkt. Das ist alles nicht so gekommen. Was ist passiert? Der Ölmarkt ist runtergerutscht, hat nochmal korrigiert und den Zacken voll nach unten geschoben. Und wir standen am Ende bei 56, 66 hier im Low. So, hier, Grundszenario, Grundidee, gleiches Spiel. Hochgeschossen durch die Unsicherheiten, die wir hatten. Jetzt haben wir den Abverkauf. Und warum nicht? Es könnte durchaus jetzt erst einmal ein bisschen korrektive Phase geben, bevor wir dann nochmal einen Rutsch bekommen können. Wenn dieses Bild gespielt wird, das ist wichtig, können wir das Szenario ja jetzt schon planen. Und warum soll man das dann nicht machen? Einfach uns hinsetzen und einen Plan machen. Plan sieht halt, wie schon gesagt, wirklich so aus. Kommt es direkt zur Erholung, haben wir die Oberseite da. Wenn die Erholung kommt, können wir dann rumdrehen irgendwann. Und wenn der Markt nach unten läuft, haben wir die Marke auf der Unterseite da. Deswegen schauen wir in die Analysen. Soweit ist es noch nicht. Erstmal müssen wir schauen, was jetzt kommt, und das sehen wir hier auch in den kleinen Zeiteinheiten. Wir sehen es halt, dieser starke Rutsch nach unten, da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Das heißt, der Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde haben, der ist definitiv weiter auch intakt. Und wir sehen es ja auch, der Tagesaufwärtstrend ist mittlerweile auch gebrochen. Das heißt, hier, wir sind ja unter das letzte Tagestief drunter gelaufen, beziehungsweise das letzte Swing Low. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, sollten wir hier tatsächlich einen Aufwärtstrend bekommen. Das heißt, wenn der Markt uns hier in dieser Richtung, was ich jetzt mal so leicht skizziere, ähm, den Gefallen tun, nach oben zu laufen, dann haben wir wirklich gute Karten, nach oben rauszugehen und wenn wir dann auch noch über das kleine letzte Trend hoch drüber laufen, das heißt hier oben diese Ecke 6695, 6725 hier, also hier müssen wir oben drüber, über diese Marke und dann haben wir nämlich diesen Abwärtstrend der Stunde, diesen vorhergehenden erstmal rausgenommen und dann haben wir die Chance durchaus hier nach oben zu laufen, Richtung ja, was haben wir hier oben? 68, 80 beziehungsweise oben drüber hinaus. Die Luft ist ja da und da können wir doch mit einem schönen CRV in diese Richtung die Longseite bespielen. Wie schon gesagt, kommt es gar nicht erst dazu, sondern dreht der Markt direkt vorher ab, ist das auch etwas, was er uns erzählt. Das heißt, selbst wenn wir ansteigen, aber nicht hier oben drüber kommen, über diese Ecke, bleiben eher die Short-Szenarien aktiv. Das hier aus den kleinen Zeiteinheiten gut ersichtlich in diesem Bereich auch mit. Ich sehe gerade, im Facebook ist das Bild, das Chartbild noch klein. Ich mache das gleich mal größer. Kurzen Augenblick, das Ganze hier an dieser Stelle mit dem großen Bildschirm. Da sieht man doch die Charts, denke ich, etwas besser. Da wäre übrigens eine Rückmeldung mal ganz nett, ob man die Charts auch gut lesen kann, wenn sie klein sind. Das ist mir wichtig für die Sachen, falls wir mal eine kleine Besprechung im Hintergrund haben. Gut, wir gehen vom Brand in die Währungen rein und wir haben da heute Austral-Dollar, dollar und britisches Fund-Neuseeland-Dollar. Wir schauen erstmal hier aufs britische Fund-Neuseeland-Dollar rauf als klassische Handelsidee. Im Nachgang haben wir ja in der Großanalyse das Fund auch nochmal da, aber hier zuerst mal für die heutigen Handelsideen mit reingenommen. Wir sind jetzt hier im Stundenchart, aber ich möchte erst einmal auf den Tageschart gehen, um zu verdeutlichen, was ich hier jetzt auf der Agenda habe, nämlich guckt eine schöne Bullen, nein, eine schöne Bärenflagge, so rum, eine Bullenflagge ist ja was anderes. Eine schöne Bärenflagge kommt her aus der Verortung in diesem rot markierten Abwärtstrend hier und wir haben hier die Korrektur sehen, schön im Rahmen eines, sage ich mal, Kanals, den wir hier sehen. Er trendet schön nach oben und was hier passiert ist, man kann es hier an dieser Stelle schon erkennen, der Markt ist gestern erstmals unter die Unterseite durchgebrochen, das heißt, wir haben den bärischen Kanal nach unten durchbrochen. Das ist die erste Initialzündung für einen möglichen Abwärtsschub nach unten hin. Und dieser Ausbruch, der muss natürlich noch bestätigt werden. Ja? Also das heißt, wenn wir uns das Ganze hier im Tageschart auch anschauen, die Bestätigung schaut so aus, dass wir dann hier unter um das Tagestief von gestern drunter laufen. Das ist die Marke hier von 1,96497 und dann den Schub nach unten mitnehmen. Und dann haben wir auch kurzfristige Anlaufpunkte hier. Die sehen wir gleich auch im Stundenchart. Die bespreche ich dann nochmal. Wir sehen auch auf der Oberseite übrigens habe ich die Marken noch mit drinnen gelassen. Für den Fall, dass wir doch keinen Bruch bekommen oder beziehungsweise die Bestätigung nicht ausbleibt, haben wir auf der Oberseite natürlich auch noch ein paar Marken liegen. Warum gehe ich hier jetzt schon auf diese Marken ein? Wenn wir mal sehen, wir haben natürlich die Korrektur am Laufen und nur weil der Markt gestern hier mal drunter gebrochen ist, heißt das nicht, dass wir direkt abverkaufen, sondern es könnte innerhalb dieses Kanals auch eine Verschiebung so ein bisschen der Unterseite kommen und wir sehen noch tiefere Korrektur und da haben wir natürlich auch ein paar Anlaufpunkte zur Oberseite, wenn wir hier wieder in die Aufnahme that's dynamic Einfach mit reingehen. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam hier in den kleineren Zeiteinheiten an. Das heißt, hier auch wieder direkt die untergeordnete Zeiteinheit und da kann sich dann auch jeder mit austoben. Das heißt, hier sehen wir es einfach mal schön, die Flagge. Wir sehen hier schön den Trend auch nach oben laufen. Und wie schon gesagt, der Trend an sich, dieser hier, der ist ja noch intakt, aber das Muster ist halt da. Die Flagge ist nach unten gebrochen und wir sehen halt hier auch schon einen Markt, der nach unten trendet. Hier, wir haben hier fallende Tiefs, wir haben entschuldigen. Wir haben fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs in diesem Bereich auch drinnen. Das sind schon Indikationen für eine Umkehr definitiv. Und wie schon gesagt, wenn sich diese Umkehr nach unten hin definitiv auch fortsetzt, dann haben wir schon schön die Chance, die Unterseite zu beleuchten. Für diejenigen, die das Ganze dann im kurzfristigen Bereich traden möchten. Wie ich schon gesagt, hier erster Anlaufpunkt zur Unterseite wäre mal das Tagestief von gestern, die Marke von 1,96497 und dann hier im kleinen, hier in diesem letzten Aufwärtsschub haben wir ja, wenn man das Ganze im 5-Minuten-Chart sich auch mal anschauen möchte, haben wir hier unten ein paar Lows in diesen Bereichen drinnen liegen, das heißt, da sind die Marken um die 1,961 bzw. hier unten um die 1,9575 interessante Anlaufmarke im kleinsten Bereich für diejenigen, die das Ganze auch in der Stunde dann traden wollen. Da kommen dann natürlich die Korrektur-Tiefs der Stunde in Betracht. Und das sind halt, wie schon gesagt, diese Marker, die wir hier haben. Kurzen Augenblick. Ich mache die Support-Bereiche mal eben noch in Grün. Und diese Bereiche sind dann natürlich interessante Anlaufmarker hier an dieser Stelle. Also hier diese Marken, die ich unten hier markiert habe um den Bereich von 1,95753, das wäre das Trend, die für den Swing und die 1,94612, äh, das hier als nächstes Trend, bevor wir dann hier schon wieder am Low des übergeordneten Abwärtstrends des Tages sind bei 1,941. 4, 9, das Ganze hier. Und weil ich da auch immer mal wieder Fragen bekomme, Mensch, wie kommt denn diese Anforderung auch zustande oder diese, sage ich mal, Einstellung, die kleineren Zeiteinheiten zur Planung mit auch zu nehmen? Wir sehen es halt hier in diesem Bereich auch drinnen. Wir drehen jetzt hier wieder rum, ja, dieser kleine Aufwärtsschub da. Die fünf Minuten laufen auch schon wieder aufwärts. Wir sind hier auf dem Weg definitiv auch nach unten. Und da ist noch einiges an Luft auch da. Und wie schon gesagt, wenn das Ganze dann bricht, hier hatten wir ja eine Aufwärtsdynamik auch da. Und da sind halt immer wieder kleine Anlaufbereiche. Und wer sich das Ganze beispielsweise mal im fünf Minuten Trend auch mit anschauen möchte, die Marker sind halt ersichtlich. Und das sind halt wichtige Drehpunkte. Und da können wir uns schon dran orientieren. Wir kommen hier in der Historie. Gar nicht so weit zurück, dass man diese Marke hier unten nehmen kann. Aber wenn man es einfach mal sieht hier, das sind einfach auch Bereiche, die im kleinen Bereich sinnvoll sind. Und wie schon gesagt, wenn wir jetzt tatsächlich hier unten auch weiterlaufen, dann läuft es schon gen Tagestief als Anlaufmarken. Und das sind dann die schönen Planbereiche, die wir aus der Stunde hinaus rausziehen können und dann aus den kleinsten Zeiteinheiten sozusagen dort mit zum Trading aktualisieren bzw. zur Zielplanung mit auf den Plan rufen können. Und damit schauen wir in die dritte Handelsidee von heute. Währungspaar hier an dieser Stelle. Australdollar, kanadischer Dollar hier in diesem Bereich. Das Ganze schauen wir uns erst einmal an. Im Tageschart an. Im ganz, ganz großen Bild sehen wir oben und unten ähm, zwei Schwungbereiche. Oben der Deckel bei 91,4 und unten sage ich mal auch ein Schwungbereich, der hier auch schon öfter mal nach unten durchtestet wurde bei 0,89,34. Und das ist hier jetzt interessant für mich und zwar dieser starke Abverkauf, der hier direkt von der oberen Range-Seite in die untere Range-Seite reingegangen ist. Das Low haben wir hier gefunden bei 0,89,34. 034 und seitdem haben wir jetzt hier eine schöne Aufwärtsbewegung rein. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr schön die Gegenbewegung am Laufen. Das heißt an dieser Stelle, das ist ein Aufwärtstrend, den wir in der Stunde sehen und der hat durchaus noch etwas Potenzial zur Oberseite, aber auch das ist wieder sehr, sehr interessant, wenn das ganze Spielchen rumdreht, hier aus diesem Bereich und wieder in Richtung dieser Abwärtsdynamik läuft, dann haben wir das Ganze halt zur Unterseite auch noch als Trading-Option. Das heißt, wir müssen mal schauen, was sich hier heute am Freitag ergibt. Da gucken wir mal kurz in die Stunde, weil die Umkehr. Die wir hier gesehen haben, gerade auf dem Tageschart, die sehen wir natürlich hier in diesem schönen Aufwärtslauf. Und wir sehen es auch hier, das Tagestief von gestern, das ist auch im Stundenschat ein ersichtlicher Bereich, der immer wieder als Support gehalten hat. Hier getestet, getestet, getestet. Und jedes Mal, wenn wir diesen Bereich getestet haben, sind wir doch ordentlich nach oben gelaufen. Das heißt, hier das Low bei 0,89,465 ist eine wichtige Marke, die wir hier sehen. Und ähm, das hat bis jetzt immer gehalten. Und was wir hier auch sehen, ist der laufende Aufwärtstrend, der setzt sich natürlich fort. Und die bullischen Szenarien, die wir hier jetzt in dieser Richtung haben, die haben durchaus Relevanzen noch nach oben. Springen wir hier über das Hoch bei 08988 fort, läuft dieser Aufwärtstrend weiter nach oben. Und dann haben wir die Anlaufmarken hier. Erst einmal hier ganz grob dieser Bereich um die 09, also 090. Äh, und dann oben rein weiter hier. Schwungbereiche. Wir sehen es hier. Ich wollte mich da nicht auf eine Marke festlegen, aber wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dieser Bereich hier ist doch definitiv ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Anlaufbereich, der dann als Korrekturausweitung ohne Weiteres mit angenommen werden kann. Also setzt sich diese Flagge wirklich nach oben fort, dann haben wir wirklich gute Chancen auf der Oberseite etwas Korrektur. Ausdehnung zu sehen. Entscheidungsmarker ist, wie schon gesagt, das aktuelle Tageshoch, was wir hier haben. Ansonsten dreht der Markt rum, bleibt dieses Widerstandsband das, was es ist, nämlich ein Widerstand, der nicht nachhaltig überschritten werden kann, dann sehen wir relativ flott die Unterseite. Und wie schon gesagt, Orientierungsmarken sind dann erst einmal hier das Tagestief um die 0,89, knapp 5 und darunter, wie schon gesagt, hier geht es dann schon wieder in Richtung Tagestrendtief bei 0,89. 0,34 beziehungsweise hier ein kleiner Zwischenanlaufpunkt haben wir hier an dieser Stelle auch noch hier unten. Dieser Bereich um die 0,89 knapp 1,7, wo wir hier diese Low-Bereiche hatten. Das sind durchaus Marker, die man da im kurzfristigen Bereich mit zu Buche ziehen kann. Hier im Australdollar kann Dollar. -Kandollar. Damit die Besprechung der Handelsideen erst einmal durch für heute. Das heißt, das ist das was wir hier definitiv auch auf der Agenda mit haben. Und wir schauen jetzt einfach nochmal kurz auf die Termine. Der nächsten Woche, bevor wir uns dann mal die großen Indizes an dieser Stelle mit anschauen. Das heißt hier wichtige Termine für die kommende Woche. Wer Japan auf der Uhr hat, da ist am Montag Feiertag, interessanter Feiertag, wie ich finde. So was würde hier bei uns in Deutschland auch mal gut tun, Respekt vor dem Alter zu zeigen. In Japan gibt es dafür sogar einen Feiertag. Dienstag bekommen wir aus den USA das Thema Verbraucherpreisindex auf die Uhr. Wichtig für die Zentralbank in den USA, um einfach zu Sehen, wie entwickelt sich denn, ähm, sage ich mal, die Preisqualität in den USA. Mittwoch geht es dann weiter, auch in den USA mit dem Erzeugerpreisindex und natürlich auch wieder einen Einblick in die Rohöl-Lagerbestände. Donnerstag dann das EZB-Sitzungsprotokoll äh, aus, aus Europa, also ja, die EZB natürlich, das Ganze um 13.30 Uhr. Pressekonferenz gibt es dann. Äh, Im Nachgang dann um 14.30 Uhr aus den USA die Einzelhandelsumsätze, den Fed Herstellungsindex. Das sind wichtige Marke, auch das hier dann nächste Woche Donnerstag. Einen großen Einblick in die Wirtschaft der USA und am Freitag bekommen wir Daten aus China zum Bruttoinlandsprodukt und zur Industrieproduktion, aus der EU dann den Verbraucherpreisindex und am Freitag dann am Nachmittag hier die Baugenehmigung in den USA und nochmal das Thema Arbeitsmarkt hier, die öffentlichen Stellen, die JOLS-Stellenangebote vom November, die Daten dort. Das also für die nächste Woche so grobe Orientierungsmarken auf der Nachrichtenseite. Und damit gehen wir. Von den Nachrichten wieder hinein in die Charts und wir gucken uns das Ganze jetzt mal auf der Indexseite an. Das heißt, wir starten gut. Ich habe mir jetzt offen, starten wir einfach mal mit. Dem Dow Jones an dieser Stelle. DAX machen wir dann auch noch ganz klar. Wir machen auch den SP 500 hier an dieser Stelle noch mit. Ich sehe gerade, wir bekommen noch eine Frage zu Sojabohnen. Sojabohnen haben wir hier nicht im Angebot als Trading. Das heißt, bitte einfach mal schauen, wer sich auch fragt, welche Handelsinstrumente gibt es denn bei Tickmill zum Traden und da gerne auch mal schauen möchte, wie gut diese Handelsinstrumente bepreist sind. Einfach mal reinschauen auf die Startseite bzw. die Internetseite von Tickmill. Ich nehme die mal ganz kurz hier oben mit rein. Also einfach mal auf die Website drauf schauen und da haben wir sozusagen hier ähm, beim Handel die Handelsinstrumente aus dem Forex-Bereich, Aktienindizes äh, und Öl. Wir haben die Edelmetalle und die Anleihen. In dieser Klasse sind wir hier entsprechend unterwegs und da suche ich ja halt auch jeden Morgen. Entsprechend die Handelsideen mit raus. Also, wir blicken jetzt hier auf den Dow Jones und wir sehen hier ein neues Allzeithoch. Das heißt hier Attacke auf die Punktemarke von 29.000. Die Marke ist überschritten. Der Index ist hier auf Allzeithoch. Also, das Ganze auch sehr, sehr bullisch zu sehen. Was wir allerdings auch sehen ist. Die Volatilität war auch hier da. Das heißt, die Sache äh, im Iran hat auch diesen Markt nicht kalt gelassen. Allerdings die Deeskalation darauf hat stark für Kursanstiege gesorgt und das ganze Spielfeld nach oben auch ausgebaut. Die Wirtschaftsdaten aus den USA sind ja auch zum Jahresanfang ähm, in, in guter Manier äh, gekommen. Das, was gekommen ist, äh, das Ganze schön nach oben. Heute wird es dann nochmal spannend, was die Nonfarm Payrolls bringen. Das könnte durchaus auch nochmal einen Rücksetzer nach unten geben, aber man weiß es nicht. Man muss einfach schauen, was hier entsprechend. Die Nachrichten sagen, aber das große Bild haben wir hier weiterhin auch schön aufwärts gerichtet, damit ich mal diesen Kontext hier aus dem alten Bereich noch mit aufnehmen kann. Hier an dieser Stelle. Ich setze diesen, diesen Trend, den ich hier eingezeichnet habe, einfach noch einmal mit fort nach oben hin. Das heißt, wenn wir das Ganze mal auch schön sehen wollen, hier an dieser Stelle, wir sind weiterhin verortet in dem laufenden Aufwärtstrend, in diesem Bewegungsarm und da schwingt es auch immer mal ein bisschen her. Aber das Großbild, wie schon gesagt, schön nach oben mit am Laufen und das ist das, was wir sehen. Übrigens, nächste Woche. Es dann auch mit der Berichtssaison in den USA in die nächste Runde mit rein, und das ist doch eine interessante Sache, weil da kriegen wir wieder klassische Informationen seitens der Unternehmen und dann wird auch die Indexseite wieder mit ganz, ganz anderen Nachrichten auch befüttert, was man dann gut und gerne zum Traden mit benutzen kann. Das zum DAO. Wir gucken jetzt uns direkt den noch den US-Markt fertig an. Das heißt, wir schauen hier auf den SP 500, der natürlich auch. Auf allzeit hoch an dieser Stelle hier äh, befindlich der Punktemarkt momentan oder der Punktekurs 3282 Zähler. Das ist wirklich hervorragend, wie das Ganze hier abgeht und hier auch im großen Bild. Der Markt läuft schön nach oben, trendet. Es gibt immer wieder vernünftige Korrekturen und das Ganze schön auch im Auflauf hier zu sehen. Hier die Bullen, also definitiv auch drauf. Allzeithochs wurden zuletzt auch wieder gekauft und auch hier bitte heute so für das kurzfristige Trading mit im Auge behalten, was passiert bei den Non-Farm-Payrolls und wenn wir hier mal ganz kurz in die kleineren Zeitheiten auch mit reinschauen wollen. Wir sehen es hier sozusagen. Es gibt hier immer wieder mal Anlaufmarken, wenn man die suchen möchte. Und wenn ich mir hier aus diesem Chart einen Bereich raussuchen müsste, wo ich sage, okay, das könnte mal ein vernünftiger Testbereich sein, wo wir doch eine gewisse Gegenbewegung sehen könnten, dann würde ich sagen, hier, ich mache es mal in grün, definitiv dieser Bereich, den wir hier im Stundenchart schön mit sehen können, hier diese Marke, dieser Kursbereich mit Preisschild hier, zack, da haben wir es hier unten um die, naja, ich sag mal 3260, 3265 hier in diesem Bereich, das wäre fürs kurzfristige doch durchaus schon mal ein Anlaufpunkt, wo man reingehen könnte, beziehungsweise wo man sozusagen erwarten könnte, dass wenn wir einen Rücksetzer bekommen, dass dieser Bereich auch mit getestet wird. An diesem Punkt, das ist hier die Stunde, die wir hier sehen, im S&P 500, das Ganze auch wirklich schön nach oben laufend, auch wenn es hier so ein bisschen Harakiri mäßig aussah, nachdem der Markt hier nach oben gekommen ist, haben wir schön den Trend und das ist doch das, was wir sehen wollen. Wie schon gesagt, die Marke hier 3.260, 65 das ist interessant. So, dann gucken wir uns mal noch den technologielastigen Sektor an. Das aber bitte nicht in der Stunde, sondern auch im Tag. Erst einmal das große Bild. Hier kann ich den Trend auch weiter zeichnen. Das heißt, hier können wir diesen. Schönen Auflauf, den wir gesehen haben hier in diesem Bereich von unten, als wir im Dezember 2018 den großen, starken Schub nach oben gesehen haben. Hier läuft alles wie am Schnürchen auch nach oben. Das heißt, was wir hier jetzt mal sehen, ist der große Aufwärtstrend. Hier sehen wir das Ganze aus der Woche. Hier sehen wir schön den ganzen Schwungbereich auf Tagesbasis trendig, alles schön in Ordnung. Und auch hier wirklich schön der Schwung nach oben. Und heute auch bei den Zahlen, die wir bekommen, gucken wir noch mal kurz in die Stunde. Und da haben wir hier natürlich auch Anlaufbereich auf der Unterseite. Das heißt zum einen mal hier, dieses alte Ausbruchslevel könnte da durchaus interessant sein. Das heißt hier drüben um die Marke von knapp 8890 Zählern. Beziehungsweise hier haben wir dann auch noch ein paar trendige Marke, Das heißt hier unten als Unterstützungsbereich setze ich einfach mal ein paar horizontale Linien rein, was hier durchaus nach unten als Anlaufmarken kommen kann. Und da gucken wir uns einfach mal die kurzen Swinglos an, die wir haben. Einmal hier die Marke von 8.800, knapp 40 Zählern. So und dann haben wir hier diesen Bereich hier unten um die, naja, 8.910, 8.915 in diesem Bereich für den Rückschnapper. Und dann, wie schon gesagt, im größeren Bild hier. Das letzte Ausbruchslevel, was wir im Stundenchart gut identifizieren können, um die 8800 knapp 90 Zähler. Das in diesem Bereich. Übrigens, ich hatte ja gerade vorhin auch gesagt, hier gab es so ein bisschen Kuss, Harakiri an dieser Seite auch, was wir hier im Stundenchart sehen. Wer bei sowas immer wieder, wer, wer langfristige oder mittelfristige Positionen hier in diesem Bereich hat, man kann diese Swings ja wirklich auch sehr, sehr schön ähm, traden. Und da immer wieder in die Frage kommt, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt hier verdammt nochmal machen? Guckt euch einfach in Ruhe die laufenden Trends an, schaut euch das mal an hier auf Stundenbasis, wo man einfach sagt, ich musste mir die Fragen als Händler ja auch stellen. Ich habe beispielsweise in den Indizes ähm, Positionen im SP 500 laufen. Da muss ich mich natürlich auch genau das Gleiche fragen. Und wenn ich mich mit dem, äh, mit dem Martin unterhalte, ähm, der sagt dann auch: Mensch, was ist jetzt Zeit für Gewinnmitnahmen und, und so weiter und so fort? Ähm, das lässt den Händler natürlich nicht kalt. Und was ich da mache, ist, ich habe es mir da wirklich zur Regel gemacht. Äh, in solchen Situationen, wenn ich mich auch schon gut im Gewinn befinde, sage ich mir immer: Mike, nimm dich zurück. Und guck einfach mal, wie die Händler sich verhalten an bestimmten chartrelevanten Marken. Und wenn ich mir das ganze Bild hier mal anschaue, dann kann ich einfach sagen, okay, guckt euch doch mal an. Eine wichtige chartrelevante Marke ist das, was wir hier unten im Chart sehen. Da haben wir immer wieder Käufe gesehen. Und wenn wir in solchen Bereichen dann plötzlich massive Abverkäufe bekommen, dann wird es für mich Zeit, etwas zu machen. Ansonsten ist es gut, Ruhe zu bewahren und schaut euch das doch mal an, was wir hier gesehen haben. Das war nur eine Korrektur in diesem Bereich rein. Klar, die hat ein bisschen gedauert, die hat sich ein bisschen hingezogen. Die ganzen Nachrichten, die wir gehabt haben, die waren auch nicht gerade die schönsten. Da konnte man schon das Schlimmste befürchten. Aber es ist einfach nichts passiert. Und das ist wirklich der Punkt. Habt da eine Strategie. Und bevor ihr hier emotional tradet, schaut euch wirklich das an, was die Märkte machen. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe in schöner, entspannter Manier die Trades suchen, beziehungsweise eure eigenen Portfolien weiter traden und jetzt nicht aus Panik irgendwelche, sag ich mal, Reaktionen machen, die ihr dann am Ende entsprechend betreut, weil er bebreut, weil er einfach aus einer Position rausgegangen seid oder in eine Position reingegangen seid, die gar nicht von einer festen Strategie sozusagen, ja, im Range Trading bzw. Ausbruchstrading oder in eine Position zu schließen, weil wir plötzlich Gegentrends haben, dass diese Strategien gar nicht da waren und das sind doch wichtige Faktoren und das ist das, was man immer wieder gut und gerne für die Einschätzung der Trades mit nutzen kann. Also, damit haben wir die US-Indizes durch und wir gucken jetzt noch in den deutschen Markt hier, den DAX natürlich auch wieder da. Hier haben wir wieder tausende von Linien drin. Wartet mal, da mache ich mal kurz ein separates Fenster auf. Wir wollen ja hier das Ganze. Schön sehen und uns den DAX mal mit angucken. Übrigens äh, zum Thema DAX, das möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Gibt es ja mittlerweile auch einen eigenen Blog hier an dieser Stelle. Das heißt, wir gucken hier auf die Website von Tickmill noch mal ganz kurz drauf. Ich stelle das mal eben einen kurzen Augenblick auf den Blogbereich. Zack, da haben wir ihn. Und äh, wie schon gesagt, wer das noch nicht kennt, äh, der Andreas Müller schreibt jetzt regelmäßig hier äh, auf Tickmill Morgenanalysen zum Thema DAX, zu unserem Heimatindex sozusagen hier an dieser Stelle und ja. Hier ist der aktuelle Beitrag und hier in den alten Historien haben wir natürlich auch immer jeden Tag schön die DAX-Analysen von ihm. Also einfach mal reinschauen, hier natürlich auch wieder meine Analyse von heute, was wir hier haben. Und dann kann man hier das Ganze mit anschauen und das Ganze wirklich ja, in die Chart-Analysen, in die eigenen Analysen mit reinbringen. Was wir jetzt machen ist, wir stützen uns jetzt nicht auf die Analysen von Andreas, sondern wir machen einfach mal die rein. Technische Situation, die wir hier haben. Der DAX, wie schon gesagt, an dieser Stelle sehr, sehr stark mittlerweile auch unterwegs und auch im DAX, genau wie ich es gerade erklärt habe, ähm, im äh, US-Indizes. Schaut euch, bevor ihr hier in Panik geratet, weil wir doch immer mal so Ausschläge nach unten haben, schaut euch einfach mal an, was hier passiert. Wir haben zwar die Ausschläge nach unten immer da, aber wir sehen, die tiefen Kurse werden immer wieder aufgefangen um die Marke hier von knapp 13.000 Punkten. Das ist ein aufwand Bereich, den wir hier haben und schaut es immer wieder hier unten wird aufverkauft und ich sag mal eine klassische deutliche Änderung der Chartsituation aus jetziger Sicht haben wir, wenn wir wirklich dieses Level von 13.000 Punkten abverkaufen würden, dann hätten wir wirklich ein Problem, weil dann hätte sich die gesamte Chartsituation geändert und dann würde sich das Bild auch ändern noch haben wir das nicht? Von der Seite her sind wir hier bullisch unterwegs und der DAX ist auch das, was wir hier sehen. Die gesamte Aufwärtsdynamik, die wir hier seit Sommer letzten Jahres sehen, ist weiterhin intakt und der Markt läuft wirklich schön nach oben. Das Ganze nach oben auch zu sehen. Im kurzfristigen Bereich hier zum Wochenschluss müssen wir mal schauen, wo wir uns hier halten. Wenn wir uns den DAX einfach mal anschauen hier, wir gehen in Richtung Allzeithoch oben rein. Das haben wir ja hier gehabt bei etwas über 13.600 Zählern. Da gehen wir jetzt Stück für Stück. Auch mit dran und auch mit drauf. Ich hatte ja kurz vor Weihnachten auch geschrieben, schafft äh, der DAX den Sprung über die Marke von 13.400 sogar noch vor Weihnachten. Da sind wir knapp dran vorbeigelaufen, aber jetzt haben wir es einfach da. Wir sind drüber und die Bullen sind hier definitiv mit am Auflaufen. Kurzfristigen Rücksetzer, falls das kommen sollte zum Wochenende hin. Ja, da müssen wir einfach mal schauen, was kommt. Anlaufpunkte wäre beispielsweise mal hier das Tagestief, was wir unten haben von gestern hier in diesem Bereich. Wenn ich es mal unten drunter klemmen kann, hier das ist ungefähr ganz knapp die Marke von 13.375 Zählern, dass man das hat beziehungsweise als Testbereich hier natürlich auch das Ausbruchslevel, was wir hier über die Jahreshoch hatten, über die Jahreshochs. Das sind halt Marker, die sehen wir auch im Stundenchart immer wieder, immer mal als Testbereich hier. Erst war es der Widerstand, und wie ich schon gesagt, jetzt ist es eine Unterstützung. Wir sind hier drüber gelaufen, ja, und halten uns jetzt nach dem Test schön oben drüber. Und wenn es dann doch nach unten gehen sollte, wie ich schon gesagt, das Level ist dann da hier unten in diesem Bereich. Also hier knapp. Was haben wir hier? Die Jetzt kann ich es mal beziffern. Also ungefähr 13.450 bis 13.460 Zähler. Das in diesem Bereich, das wäre meine Marke. Und dann als nächster Schwungbereich, wie schon gesagt, hier das Tagestief, was wir da hatten. Und da sehen wir hier auch um die Marke von 13.375 Zähler. Schwungbereiche und das wäre dann der Blick nach unten, den man dann durchaus mal mit reinbringen kann. Also hier. Wir sehen ja die Marker hier im DAX. Also die Bullen sind da und sollte es zum Wochenabschluss doch zu einem Rücksetzer kommen, haben wir auch ein paar Orientierungspunkte, die wir zeitnah mit rannehmen können. Ja, das also dazu zum Wochenausklick.